Wir werden heute auf einen Microserver gehen, auf dem wir schon über 3,5 Jahre nicht mehr waren. Und die Kenner kennen ihn. Und zwar werden wir heute auf Tobi2T joinen. Auf einen der ältesten Minecraft-Servern ever, wo Anarchie herrscht. Keine Regeln, alles ist erlaubt, Leute cheaten. Ganz schlimme Sachen passieren da auf dem Server. Und ich habe es mir heute zur Aufgabe genommen, auf diesem Server erstmal zu joinen und zu gucken, was abgeht. Aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, OP-Stuff ranzubekommen. Und zwar habe ich online auf einer Seite eine Bestellung abgegeben und habe mir Equipment gekauft, um zu schauen, ob diese Scams sind oder nicht. Und was alles passiert ist und was die Story dahinter überhaupt alles auch noch war, dann werdet ihr in dem Video sehen und ich sage euch, es war echt ein Film. Also Freunde, vergesst nicht unbedingt diesen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst außerdem unbedingt eine positive Bewertung da. Das zeigt mir, dass ihr meine Videos feiert und vor allem solche Art von Videos. Schreibt auch einen Kommentar, wie ihr die ganze Story findet und schaut das Video unbedingt bis zum Ende, Leute. Außerdem, Freunde, könnt ihr gerne mein Plushie abchecken und den Adventskalender, den gibt es im Shop. Link in der Beschreibung. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit dem Video. Freunde, ich bin nach langer Zeit mal wieder eingeloggt auf 2B2T. Okay, ich war lange nicht mehr da. Ich bin hier irgendwo ausgeloggt bei 200 und minus 200. Hier ist ein Endcrystal, ganz gefährlich. Hier sind überall Ender-Chests. Ich habe sogar 2 OP-Gaps, das wusste ich gar nicht mehr. Und hier geht auf jeden Fall ein bisschen die Action ab. Ich habe mir gerade Priority Queue gekauft, damit ich hier instant drauf join, sonst wartet man hier 10 Stunden. Ich bin aber hier. Auf jeden Fall gibt es hier, und das ist heute auch meine Mission, ihr seht hier schon, hier gibt es so ganz weirde Werbung-Shops, die jetzt hier aber zensiert sind für euch. Ich habe mir online auch einen Shop ausgesucht. Wir haben es gerade, by the way, 2 Uhr morgens, okay? Nur, dass ihr das Bescheid wisst. Ich habe mir hier einen Shop ausgesucht online. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, gesucht und so, und ich werde mir heute Items kaufen und schauen, ob dieses Shops auf diesem Server hier Scam sind. Wir sind hier, by the way, gerade im Nether, falls ihr nicht checkt, wo wir sind. Ich habe mich hier irgendwann mal ausgeloggt. Ich habe ja schon mal ein Video auf Tobi2T gemacht. Jetzt geht es hier auf jeden Fall weiter. Wir sind hier, wie gesagt, irgendwo im Nether. Hier gibt es diese Highways aus Obsidian, die überall hingehen. Hier, wir sind hier relativ halt nah am Spawn, ne? 350 und minus 200. Hier sieht alles natürlich sehr, sehr, sehr scuffed aus. Sehr, sehr, sehr kaputt. Und ich glaube, dass wir eventuell auch morgen erst wieder weiterspielen. Denn ich weiß nicht, wie lange es dauert, so eine Bestellung abzuliefern, beziehungsweise wann dann der Lieferzeitpunkt dieser Bestellung ist. Ich hoffe, dass das alles auch überhaupt jetzt innerhalb von 24 Stunden hier funktioniert. Sonst wäre das natürlich ein bisschen scheiße. Ich sehe hier auch gerade keinen Spieler irgendwo. Nether Blue Ice Highway. Okay. Hier sind auf jeden Fall diese Highways, ne? Die gehen immer auf einer Koordinate, gehen die einfach richtig lang in eine Richtung. Das werden wir nämlich jetzt auch brauchen, denn wir laufen jetzt erstmal. Wir wollen nämlich ganz, ganz weit weg, denn ich will meine Items nämlich, kann man bestellen auf bestimmten Koordinaten. Und ich will die nicht so nah am Spawn haben, weil sonst habe ich irgendwie Angst, dass die geklaut werden. Deswegen laufen wir jetzt erstmal ganz, ganz weit weg und wir probieren um 2 Uhr morgens diesen Shop, den ich gefunden habe online. Ich zeige euch den gleich. Es spawnen auch immer wieder wer Wither. Ich habe ein bisschen Angst auch. Und wir müssen auf jeden Fall auch für unseren Shop in die Overworld, weil man kann sich die Sachen, die wir gleich bestellen, nur in die Overworld liefern lassen. Hier sind auch Piglins. Das ist ja, der Server wurde ja auch, by the way, geupdatet. Deswegen ist hier auch ein bisschen gefährlich. Warte mal, bin ich tot? Nein. Nein, nein. Oh mein fucking Scheißgott. Oh nein, jetzt bin ich im Spawn. Was passiert denn jetzt? Ich werde im Spawn in der Luft von einem Skelett abgeschossen. Was passiert hier? Ist das normal? Aha. Ja, schöne Scheiße. Und wir dürfen nochmal neu laufen. Zum Glück hatte ich aber nichts dabei. Jetzt ist es natürlich schwerer, irgendwie in den Nether zu kommen. Das ist natürlich nicht cool. Aber ja, hier ist der Spawn, Leute. Ja, kranker Kack. Gibt es hier irgendwo ein Nether-Portal? Das wäre jetzt natürlich hilfreich. Wir könnten sonst auch probieren, uns die, hier ist ein Nether-Portal, und die Sachen, die wir bestellen, hier hinzuliefern. Aber ich glaube, da werden wir sehr, sehr wahrscheinlich gejumpt. Weil ich weiß nicht, wie die Sachen geliefert werden. Ich gehe mal von aus, hier werden Schalker-Boxen oder einfach Kisten aufgestellt. Überlebe ich das? Ich glaube, da werden einfach Kisten oder Schalker-Boxen aufgestellt oder so. Oh, hier ist jemand. Mute Boy. Alter, was hat der Wüster? Ich habe ein halbes Herz. Er ist nett, Ehrenmann. Ich habe einfach nur Pickel dafür gegeben. Oh, Gänsehaut. Mann! Besser hätte ich laufen können. Scheiße, hier laggt auch alles. Okay, ich will irgendwie erstmal ein bisschen weit weg und mir mein Stuff holen. Ich will nämlich jetzt die Bestellung aufgeben. Ich glaube, das dauert nämlich lange. Wir laufen jetzt einfach in der Overworld. Hier ist auch ein Highway. Hier, glaube ich, kann uns am wenigsten passieren. Wir laufen jetzt einfach mal, machen ein bisschen Meter. Wir werden hier aber wahrscheinlich sehr, sehr weit halt leider laufen müssen, ne? So sehr, 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 sehr weit. Weil das hier ist einfach der Spawn. Der ist halt komplett fucked up. Ich glaube, wenn wir jetzt hier die Bestellung abgeben, weiß ich erstens... Oh nein, ich bugge. Weiß ich erstens nicht, wann das geliefert wird. Ich muss da safe Koordinaten eigentlich angeben, beziehungsweise relativ halbwegs safe. Jetzt hier direkt am Spawn mir unter der Erde irgendwo Kisten hingraben zu lassen und dann ist mir zu riskant. Dann stehe ich morgen auf, schaue irgendwie in meine E-Mail und dann steht da my order was delivered. Dann logge ich mich hier ein und dann stehe ich vor kaputten Kisten oder leeren Kisten und dann ist mein Stuff weg, den ich gekauft habe. Deswegen wir laufen und suchen uns gleich einen geilen Spot. Ich würde mindestens irgendwo hin, wo es ein bisschen normal ist. Aber das andere ist auch, umso weiter weg von 00, also vom Spawn aus, wir unsere Order hin bestellen,
umso teurer wird es tatsächlich. Da kommen nämlich Gebühren drauf. Ja, cool, dass hier einfach wieder Wither sind und Skelette hört man hier überall. Es ist echt, der Server ist echt crazy. Jo, wir laufen hier einfach normal über die Overworld. Hier sind auf einmal 4 Wither. Ja, hier ist halt auch immer gefährlich, vor allem bei Nacht. So, hier ist ein Nether-Portal. Ich habe bei Nether-Portalen aber Angst. Das sind auch meistens irgendwelche Fallen oder Traps oder so. Aber ich wusste gar nicht, dass die ein Update gemacht haben, Leute. Guck mal, hier gibt es auch dieses Warp-Nether-Zeug und so. Die haben den Server halt geupdatet, auch auf die neueste Version jetzt. Ich hoffe, es ist keine Trap. Okay, sonst hätte ich jetzt einen Goldapfel verloren. Boah, was machen wir? Muss irgendwie... Aber über Netherlauf macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde mir jetzt hier einfach diesen OP-Gap reinhauen. Schaffe ich es an die Lianen hier unten? Boah, ich probiere das jetzt. Ich bin gegen die Decke geflogen. Oh Mann, ich hätte es geschafft, wenn ich meinen Kopf nicht angehauen hätte. Mann, ey. Brauche eigentlich nur einen guten Spawn. Aha. Und das ist er, Baby. Und das ist mein guter Spawn. 1200 Blöcke bin ich schon weggespawnt. Hier sieht es schon ein bisschen normaler aus. Mehr oder weniger. Ich hoffe, jetzt überlebe ich. Okay, hier ist ein Highway. Wir laufen den mal hier in die Richtung lang. Wir sind nämlich jetzt schon auch gut out. Wir sind bei 1300 und minus 500. Wir laufen jetzt einfach und machen Meter. Und dann wird hier safe irgendwann ein normales Gebiet kommen. Hoffe ich. Und da bestellen wir dann unsere Ohr dahin. Okay, hier ist auch nochmal eine Dings. Wir könnten unseren letzten OP-Gap mitnehmen, weil wir... Also in meiner Bestellung. Ich will jetzt auch nicht spoilern und so. Ich nehme mal hier ein bisschen Stuff mit. Ich will jetzt natürlich noch nicht spoilern, was ich mir ausgesucht habe und was ich mir so unbedingt ungefähr bestellen will im Shop. Ich würde euch, by the way, Leute, das auf gar keinen Fall empfehlen, ne? Diese Shops auf so Minecraft-Servern sind generell immer meistens Scam. Vor allem auf solchen Servern wie hier, wo alles erlaubt ist. Da werdet ihr meistens einfach abgezogen. Deswegen lasst euch da nicht scammen. Kauft da auf gar keinen Fall. Ich mache das Ganze nur als Experiment für YouTube. Das ist immer Scam. Es kann sein, dass ich jetzt hier Geld ausgebe und es passiert einfach nichts. Selbst wenn es hinhaut, macht das einfach nichts. So, hier ist by the way eine riesige Obsidian-Pyramide. Crazy. Hier ist ein Nether-Portal. Das sieht ziemlich safe aus, aber ich laufe einfach hier. Ich habe keinen Bock mehr auf Nether. Nether ist mir zu gefährlich. Boah, aber hier hat wirklich jemand einfach eine riesige Obsidian-Pyramide hingezimmert, ne? Einfach ohne irgendwas. Einfach hingezimmert. Und die wurde auch teilweise gegrieft. Das ist crazy. Aber wir haben einen guten Spawn erwischt. Wir sind relativ weit außen gespawnt. Wir können hier richtig clean einfach diesen Highway ein bisschen hinterherlaufen. Und hoffentlich haben wir gleich ein normales Gebiet. Da kaufen wir uns dann die Kisten hin. Boah, was ist das? Oha, Junge, da ist ein riesiger Obsidian-Halbkreis so drüber. Nein! Bruder, bitte, ja. Ah. Ich habe einmal Stuff verloren. Es war so safe. Digga, es ist 2:30 Uhr. Ich will schlafen. Ich will doch nur meine Bestellung abgeben. Mann, ey. Ja, okay. Jetzt habe ich alles verloren. Ich habe kein Schwert, keine Spitzhacke, kein OP-Gap. Ich kann mich nicht einbauen gleich später zu meinen Koordinaten, die ich da angebe. Alles scheiße, Mann. Boah, jetzt sind wir wieder halt, wir sind halt mitten am Spawn, Digga. Check dir, wo wir sind. Wir sind auf Höhe 256 sind wir hier gerade. Wenn ich springe... Nee, ich kann hier nicht mal langlaufen. Warum? Ich kann hier nicht langlaufen. Irgendwas ist hier buggy. Das lädt hier einfach nicht. Oh, nee. Aber hier oben bin ich eigentlich auch sicher. Also hier kann ja gar nicht sein. Also irgendwie lädt... Also es ist ja jetzt... Ne, wir spielen jetzt ja neuere Version. Also eigentlich müsste hier Bauhöhe ein bisschen höher gehen. Aber irgendwie ist hier die Hälfte noch abgeschnitten und sau buggy. Deswegen keine Ahnung, was hier abgeht. So, hier vorne ist wieder ein Ender Chest. Wollen wir mal gucken, was wir noch drin haben? Ich weiß halt nicht. Also ich würde maybe so... Oh, ich nehme die Holzspitzhacke mit. Ich würde maybe sogar mir mein Zeug hier hinliefern lassen. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie schnell die liefern. Ich weiß nicht, wie sicher mein Zeug dann ist. Es wird jetzt ein Experiment. Was macht er hier? Ist das ein gefährlicher Mann, der hier abgebildet ist? Ich weiß es nicht. Also der Bart ist auf jeden Fall nicht dem gefährlichen Mann zuzuordnen. Was rede ich hier eigentlich für Scheiße? Wir haben gerade aber wirklich einen chilligen Weg. Hier ist einfach nur ein Obsidianstrahl, überall mehr. Wir können hier geradeaus laufen. Das ist geil. Problem ist, ich kann gleich nicht mehr sprinten. Da hinten kommt ein Nether-Portal. Da werden wir aber einfach durchlaufen. Ja, was geht denn hier ab? Ist alles unter Wasser. Kann ich hier drüber? Bruder, was ist denn hier denn? Bruder, was geht hier ab? Hier ist ein Portal-Labyrinth-Dings. Checkt ihr, was hier abgeht, Digga? Was wurde hier versucht, Junge? Geil, wir gehen hier einfach mal dran vorbei. Boah, hier ist so entspannt zu laufen. Wow. Und jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Und jetzt wird's eklig. Und jetzt wird's eklig. Seht ihr das? Da hinten ist ganz normales Minecraft-Gras und ein bisschen Pferd. Hier sieht's echt schon nach Landschaft und Leben aus. Da ist einfach der Wither. Damit liegt eine Wither-Rose. Scheiße, ich muss weg. Bruder, ich habe noch nie... Also ich habe... Habe ich auf 2B2T... Bin ich schon mal so nah an einem Wither gestanden? Boah, weiß ich gar nicht. Digga, hier ist ein Babyschaf. Checkt ihr, dass das Schaf hier gerade naturell gespawnt ist? Das ist also legit, glaube ich, mein erstes Babyschaf, was ich sehe. Okay, wir haben uns voll gegessen. Hier ist eine geile Linie zum Laufen. Wir müssen jetzt Meter machen, wirklich. Wir müssen hier und jetzt Meter machen. Wenn nicht sogar wir hier gleich einfach unsere Bestellung abgeben. Vielleicht auch ein Call. Und hier hinten erkennt man normales Gebiet, was nur so ein bisschen abgebaut wurde. Hier war so mal Strand und so. Aber ich glaube, da hinten ist wirklich wieder gleich ganz normales. Also was jetzt nicht ganz normal, aber so ein bisschen abgegrieft. Aber schon relativ normales Terrain. Guck mal, und dann, man denkt, man hat jetzt so langsam mal erreicht, wo es ein bisschen normaler wird. Und dann kommt hier eine riesige Wasserwand.
Erklärt mir das mal. Warte mal, hier sieht es ein bisschen nach Base aus. Hier waren gerade auch so Fackeln. Hier ist so ein Feld. Hier ist wieder ein Wither. Cool. Guck mal, aber hier hinten sieht es schon wieder normal aus. Und ich glaube, hier werden wir gleich auch unsere Bestellung abgeben. Wir haben ein normales Gebiet erreicht. Nach 3700 und 1600 Blöcken in diese Richtung hier. Hier sieht es so aus. Chillig, chillig, chillig. Oh mein Gott, hier sind Koordinaten. Die werde ich mir screenshotten. Und wenn wir unseren Stuff haben, Leute, und wir nicht gescampt wurden, können wir da nämlich easy hin. Weil ich werde mir ziemliche OP-Items kaufen. Und ich hoffe, dass diese Bestellung auch wirklich so hinhaut. Weil wenn wir so eine Bestellung haben oder solche Items haben, oh, hier ist gebaut, dann können wir, glaube ich, auch endlich mal ein bisschen was hier auch erleben. Sonst bin ich hier immer rumgerannt und hatte nichts und war mal im Stream und wurde gehackt und so. Aber dann habe ich auch Stuff. Dann habe ich vor allem auch Endcrystals. Dann kann ich vielleicht auch mal eventuell mit Glück jemanden, der nicht gerade aufpasst, so wegbomben und so mit Endcrystals und so. Da hätte ich richtig Bock drauf. So, wir sind hier bei einer heruntergekommenen Base. Hier war mal eine Base, die ist komplett weggegrieft. Und ich überlege hier vielleicht... Ja, wir machen es hier. Komm, hier ist eine abgegriefte Base. Keiner wird hier denken, dass hier irgendwas ist. Wir gehen hier unten in die Höhle und bauen uns jetzt gleich hier in einen Raum und werden uns hier unseren Stuff hinliefern lassen. So, geht's hier noch tiefer? Ja. So, wir gehen hier rein. Wir bauen uns hier jetzt eine kleine Höhle und dann schreiben wir die Koordinaten in unsere Bestellung rein. Das ist mein Play. So, wir bauen uns hier eine kleine Höhle mit einer Holzspitzhacke. Alter. So, und die Seite heben wir noch aus. Da kommt Gravel runter, sehr schön. So, boah, hab ich Bock. Ich hoffe, das funktioniert, Chat. Ich hoffe, das funktioniert. So, richtig schlechtes Versteck. Hier werde ich jetzt aber mir die Koordinaten aufschreiben. Das sind nämlich genau hier in dieser Ecke. Genau hier sind das nämlich 4062, 33 und 1600. Boom. Das sind die Koordinaten. Ich werde mich aber hier rausbauen. So, werde hier zubauen. Und ich werde mich hier ausloggen. Und ich werde mich wieder einloggen, sobald ich eine Bestätigung meiner Bestellung habe. Ich hoffe... Die kommt an. So, Freunde, jetzt müssen wir natürlich, jetzt ist gerade Flashbang. Wir sind hier wirklich offiziell in diesem Shop, okay? Ich weiß nicht, ob der Scam ist oder nicht, aber die bieten hier alles an. Kits, Items, PvP. Ich habe mir hier ein paar Sachen zusammengestellt in meinem Warenkorb. Mein Kart ist leer. Okay, dann können wir jetzt nochmal neu zusammenbauen. Nicht schlimm. Ich will mir nämlich hier was kaufen, meine Damen und Herren. Ich will mir einmal kaufen bei Kategorien Kits. Habe ich mir ein Kit rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal so schnell finde. Ich glaube, das war das Survival Kit V2. Einfach nur, weil ich da eine Axt und eine Spitzhacke dabei habe. Welches mir holen wollte, dann bin ich nochmal reingegangen in PvP. Ich habe mir nochmal Endcrystals dazu gepackt. Boom. Außerdem habe ich mir bei PvP auch nochmal eine Kiste Goldäpfel gekauft. Ich wollte auch ein paar Raketen haben. Feuerwerk, damit wir fliegen können. Mit der Elytra natürlich, versteht sich. Dann, XP-Bottle sind leider sold out. Dann habe ich mir überlegt, nehmen wir noch 3 Schalker voll mit Totems, tatsächlich. Building-Blöcke wollte ich, Netherite-Blocks nicht. Die kosten einen Taui. Ich wollte mir Birkenholz holen, einfach nur, damit wir Holz auf Lager haben. Stimmt, genau, ich habe Enderperlen noch vergessen. Da kann man auch nicht genug haben. Dann nehmen wir auch nochmal 2. Und dann nehmen wir nochmal einmal ein doppeltes Kit, einfach damit wir safe sind. Dann machen wir nochmal eine Totems-Ding weg. Dann sind wir hier bei $11. Dann gehen wir hier zu Checkout. Und jetzt wird es nämlich lustig. Und zwar gibt es hier, ich kann mir meine Methode auswählen, ob ich random meine Delivery-Methode will oder Specified. Bei Specified kann ich meine Koordinaten angeben. Und jetzt werde ich angeben, High Priority. Ich will es so schnell wie möglich. Kostet einen 10er extra. Okay, und jetzt werde ich meine Koordinaten hier eingeben. Das sind 4062, Höhe 33 und Z-Koordinaten 1600. Das heißt, die Lieferung kostet nochmal 2 Euro, weil meine Koordinaten das hier sind. Priority ist high. Das heißt, meine Bestellung wird direkt drangenommen. Dafür zahle ich einen 10er. Meine Sachen hier kosten 1. Ich bekomme sogar noch ein Bonus-Kit anscheinend. Boom. $23 werde ich jetzt zahlen. You must select further coordinates to improve safety. Oh nein. Oh oh. The order must be at least 20k blocks out. Ich muss nochmal laufen. Ja, da sind wir wieder. Unser ganze Werk, unser ganze Ding hier unten umsonst gebaut. Wir müssen mindestens 20.000 Blöcke weg sein. Das sind nochmal 16.000 Blöcke mehr. Ich bin halt in der Overworld gelaufen. Ich hoffe, dass der Nether jetzt einfach safe ist, wenn ich da jetzt reingehe. Im Nether sind es natürlich nicht so weit, wie wir jetzt hier gelaufen sind, sondern im Nether sind es halt wirklich einfach nur stabile 20 Minuten laufen. Wir sind jetzt natürlich schon ein bisschen gelaufen, das heißt, es sind nochmal weniger. Das heißt, wir gehen gleich einfach in das nächste Nether-Portal, was wir hier sehen und hoffen einfach, dass uns da nichts passieren kann. Ich hoffe, der Nether hier ist safe, bitte. Ach du Scheiße. Leute, der Nether ist alles, aber nicht safe hier. Ich habe keine Wahl, aber ich muss mein Bett sogar aufgeben. Ein Stack Netherrack muss ich jetzt mitnehmen. Jetzt ist wirklich die Priority, dass ich einfach hier wegkomme. Und ich kann nicht mehr sprinten, das ist gar nicht gut. Aber da unten sieht es eigentlich wieder ein bisschen normal auch aus. Egal, wir laufen einfach. Wir machen jetzt Meter. Boah, hier ist eine Minecraft-Strecke mal gewesen. Die können wir jetzt einfach ausnutzen und da langlaufen. Geil. Ich finde das hier immer noch so krass faszinierend, wenn man hier durchläuft. Da sind halt so viele Spieler im Umlauf auf diesem Server über so eine lange Zeit und so. Und die Welt ist immer noch gleich
Kann sein, dieser Block hier wurde vor 10 Jahren platziert und so. Das ist echt crazy. Ich mache mir jetzt ein Goldhelm, damit ich hier safe bin. Erstens sieht er cool aus. Zweitens bin ich safe vor diesen Piglins. Das ist ein Investment. Zu welchen Koordinaten muss ich laufen? Ich glaube so 2,5. Ja, 2500 muss ich laufen. Jede Wither-Anzeige gibt mir kurz Gänsehaut, ne? Vor allem diese Wege hier sind auch so scuffed. Weil ich finde auch keinen richtigen Obsidianweg leider. Aber wir kommen hier mehr oder weniger voran. Zwar mit Stress, aber wir kommen voran. Wenn ich ein Wither begegne, Leute, ohne dass ich sprinten kann, ist es over für mich. Okay, okay, sieht gut aus. Geil. Da sind wir erstmal safe. Jetzt können wir Meter machen. 1000 Blöcke noch, Leute. Ey, ich bin jetzt ein Assi. Ich stelle jemanden in eine Falle, der hier den Weg auch irgendwann langlaufen will. So, ich hoffe, dass wir da bei 20k Blöcken weg dann aber auch ein Netherportal finden. Aber ich hoffe, ja. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. So wie es hier manchmal zugeht, Alter. Okay, 500 Blöcke noch. Dann sind wir da. Okay, mein Weg endet hier. Ich muss jetzt hier links gehen. Aber hier links sind eben... Boah, da ist ein Skelett. Ich gehe hier rechts unten. Ich gehe hier unten über den Dirtweg, über der Lava. Oh mein Gott. Ey, jetzt hier nochmal so eine Scheiße, dass mein Weg aber aufhört. Jetzt muss ich hier nochmal Umwege gehen. Okay, okay, okay. Aber ich finde, hier sieht es auch wieder mittlerweile sehr normal aus. 140 Blöcke sind wir weg im Nether jetzt. Hier wären Portale. Wir könnten hier raus. Wir müssen aber noch 100 Blöcke gehen. Ja, wir gehen da durch. Da sieht es auch... Oh nein, da hinten ist der Wither. Kann das sein? Da ist gerade eine Explosion gewesen. Wir gehen aber noch durch. Wenn da hinten ein Portal ist, wäre es perfekt, wenn das da ein Portal ist. Ja, da ist ein Portal. Da sind mehrere Portale. Da ist zwar gerade eine Explosion gewesen, aber da sind auch Portale. So, hier sind wir jetzt genau bei 20.000, glaube ich, wenn wir rausgehen gleich. Und wir gehen jetzt da vorne in das Portal, glaube ich, rein. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, die Portale bringen mich nicht um. Bitte, bitte, bitte einfach irgendwo safe raus. Oh mein Gott. Ach, das ist ein Mob, wo Glow Squid steht, weil ich noch eine 1.26 spiele oder so. Oh mein Gott. Okay, man kommt hier raus. Boah, aber ich kann hier nicht meine Bestellung hinschicken, weil das ist einfach ein offizielles Portal, das jeder nehmen kann, oder? Hier jetzt einfach einen Raum mit einer Kiste zu machen, ist zu obvious. Aber ich muss. Hier ist auch eine Fackel, wie cool. Hier war mal ein Spawner. Hier hat jemand einfach gecaved. Aber ich gehe ein bisschen weg vom Portal und dann bestelle ich mir da meine Kiste hin. Ja, und ich glaube, ich bestelle mir meine Kiste sogar genau. Wartet. Aha, hier gefällt es mir. Hierher. Ich werde mir meinen Stuff hierher bestellen, Leute. Ich werde mich hier in die Ecke stellen, so wie ich hier stehe. So, die Koordinaten hier sind... Schreib diese Koordinaten. 20, 137, 11, 28, 03. Das sind die Koordinaten. Ich stelle mich hier hin und logge mich aus. Wir werden uns wieder einloggen mit unserem Stuff. Jetzt geben wir aber noch final die Bestellung ein. 20.000, 11 und 2803. Das sind die Koordinaten. Bisschen teurer geworden. 23 Euro zahlen wir. 24 Euro. E-Mail. Ich habe da eine E-Mail, aber ich... Username und Discord-Tag. Hier werde ich gescammt. Choose Payment Method. PayPal hat höchst fees. Ja, oder? Go to paypalaccount.com. Send 23.6. Make sure to pay with family and friends. Ich muss jetzt mit PayPal hier zahlen, oder was? 23.66. USDT. Okay, ich habe nur 1,21 Euro Gebühr. Das ist chillig. So, ich habe geschickt. Process. Enter the name of your PayPal account. Wo sehe ich denn meinen Namen? Keine Ahnung, Digga. Successfully sent order. Your order has been added to our system. When our delivers are next on 2B2T, they will do the orders in order of priority. You have been sent a confirmation email. We send you another with details such as coordinates once your order has been delivered. Expect this within a few days. Das kann ein paar Tage sogar dauern. Okay, aber dann sind wir jetzt erstmal durch. Meine Order hat funktioniert. Ich habe eine Konfirmations-E-Mail bekommen. Das checke ich natürlich jetzt auch ab. Habe ich wirklich. Your order has been received. Ich kann euch hier auch ein Screenshot einblenden. You will receive an email once it has been completed. To track your order, visit Tracker. And enter the follow ID. Ich habe eine ID bekommen, wo ich meine Order tracken kann. Geil. Jetzt gebe ich die hier ein. Ich bin gerade am Handy aber. Da steht jetzt meine E-Mail-Adresse. Nice. Okay, da ist einfach ein fetter Screenshot von meinem Minecraft-Skin. Und Status steht incomplete. Okay, paid. Es ist proceed. Es ist noch nicht shipped und noch nicht delivered. Okay, ich werde das im Auge behalten. Und sobald meine Bestellung da ist, Leute, werden wir uns unseren Stuff holen und Action machen. Okay, Freunde. Einmeldung. Wir haben 23.50 Uhr. Ich habe keine Bestätigungs-E-Mail, glaube ich, bekommen. Ich habe gerade einfach mal geguckt in meinen Sachen. Oh doch, your order ist delivered. Steht hier vor 6 Stunden. Scheiße. Um 18 Uhr habe ich die E-Mail bekommen. Ich konnte aber nicht, weil ich ein Valorant-Turnier gerade gestreamt habe und ins Finale eingezogen bin in Berlin. Und jetzt schauen wir, ob der Stuff da ist. Oh mein Gott. Ich wurde verarscht. Warte mal, die haben Koordinaten dazu geschrieben. 20.137? Ah, 113. Da steht 113. Bro, der Stuff ist irgendwo da oben. Oh nein, und ich habe kein... Oh mein Gott, ich habe keine Spitzhacke. Da steht 20.137, 113, 2.800. Der Stuff ist irgendwo oben. Nein, Bruder, wenn ich jetzt sterbe, ne? Leute, ihr checkt das nicht. Ich muss mir Blöcke farmen. 113, warum denn Höhe 113? Oh nein. Ich kann den nicht fighten, ich muss durch. Nein. Nein, nein, oh mein fucking Gott. Ich muss den ganzen Weg wieder hinlaufen. Oh mein Gott, die Zombies hatten diese neue komische Hitbox. Oh mein scheiße Gott. Aber warum? Ich gebe doch Koordinaten 11 ein. Die machen 113, Bruder.
Okay, ich muss in die Richtung laufen. Das ist in diese Richtung, da nach hinten muss ich. Boah, Chat, wie soll ich das schaffen? Hier bringt mir halt auch nichts irgendwas. Obwohl doch, ich muss mir Goldschuhe craften. Egal, ob ich will oder nicht, ich muss. Oh mein Gott, der hat Items. Sir, need your help. Oh mein Gott, bitte ein Totem, Bro. I love you, my man. Yes, ein Totem. Okay, Chat, wir haben ein Totem, wir haben einen Freitod. Wir müssen jetzt nur irgendwie probieren, wegzukommen. Aber wie, ja, wie? Ich hoffe, wir gehen da nach oben und da oben ist irgendwie ein Highway und ich kann erstmal laufen. Das ist meine Strat. Leute, ihr checkt nicht, wie mich das abfuckt. Ich hätte jetzt einfach meinen Stuff da oben gehabt. Der ist auch schon seit 6 Stunden steht der da. Das kann auch schon sein, dass der wieder gelootet wurde. Weil normalerweise, ich hätte direkt, als ich die E-Mail bekommen hätte, gucken müssen, dass ich den Stuff einsammle. Weil es kann ja sein, dass da einfach jemand mit so einem Chest-Sucher vorbeifliegt und dann hat er meinen Stuff und das war's. Aber ich konnte nicht, also erstens habe ich die E-Mail nicht auf mein Handy bekommen und zweitens konnte ich nicht, weil ich ein Turnier hatte. Oh mein Gott, kann man da hoch? Bitte sag ja. Oh mein Gott. Und jetzt nehme ich mir die Schuhe raus und mache Meter. Und jetzt werden Meter gemacht. Wenn das hier jetzt oben die ganze Zeit so weitergeht, oh mein Gott, ihr checkt das nicht. Okay, ich muss gar nicht mal so weit, weil im Nether muss ich ja nicht so, oh mein Gott, das ist ein Highway. Okay, ich laufe erstmal die anderen Koordinaten in die Richtung. Wenn der Highway irgendwann nach links geht, dann nehme ich die nächste linke. We give you Elytra if you join a server. Was will er mir gerade andrehen? Ich muss einen Minecraft-Server joinen und dann gibt er mir eine Elytra. Leute, ich bin das beste Beispiel. Oh mein Gott, hier geht's by the way gerade die ganze Zeit in die Richtung, in die wir müssen. Der schreibt jetzt, ich soll auf irgendeinem Minecraft-Server joinen. Macht sowas einfach nie, okay? Lass dich nicht verarschen, einfach ignorieren. Scheiß drauf. Ich hoffe einfach nur, ich komme bei den Koordinaten an. Ey, und ich hoffe auch, dass die Sachen da sind. Bitte, bitte. Okay, wir müssen nur bis 2500 laufen. Wir sind gerade bei 900. Wir sind schon relativ weit gekommen. Das ist sehr, sehr gut. Wir machen richtig gut Strecke gerade. Wir haben zwar kein Essen, das wäre noch richtig ein Game-Changer, wenn wir schneller laufen könnten, aber passt. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich das auch. Ja, hat jemand geschrieben, dass die 14 Stunden gewartet hat, um auf den Server zu kommen. Weil, Freunde, der Server hat natürlich auch eine Queue. Also, wenn man jetzt auf den Server joinen will, muss man in die Warteschlange. Und dann, wenn Leute vom Server leaven, kommt man erst rein. Weil das halt begrenzte Slots hat. Man kann sich aber Priority Queue kaufen, so wie ich es gemacht habe. Es kostet, glaube ich, ein 10 oder ein 20. Macht das einfach nicht. Lol. Dann kann man instant joinen. Und deswegen schreiben die, dass man leaven soll vom Server, auf einen anderen Server joinen soll, damit die Freunde von ihm draufkommen, weil die gerade in der Queue sind und das so dann runtergeht. Checkt ihr? Das habe ich jetzt erst gecheckt. Digga, dass ich den Weg jetzt erst finde, ist schrecklich. Ich hätte hier so easy hinkommen können. Okay, 1000 Blöcke noch. Ich glaube, wir gehen einfach diese Minecraft-Strecke hier lang, weil die ist richtig OP. Wir müssen zwar dann danach noch ein paar Meter links, aber ich glaube, diese Minecraft-Strecke geht wirklich einmal richtig weit. Wir laufen die jetzt ab. Also ich habe ein bisschen halt Angst. Oh nein, bisschen Gas. Ich habe ein bisschen Angst bei meiner Bestellung, weil die halt schon 6 Stunden delivered ist. Seit 6 Stunden steht da mein Stuff. Oh nein. Okay, was mache ich jetzt? Ich laufe einfach. Oha, hier ist einfach alles gerade. Oder ist das verbuggt? Nee, das ist real. Wir können hier einfach laufen jetzt. Oh mein Gott. Okay, das ist chillig. Wir haben sogar ein Goldpiece, uns kann nichts passieren. Und wir müssen noch 400 Blöcke laufen, dann sind wir da. Okay, und jetzt 100 Blöcke noch in diese Richtung. Brauchen wir ein Portal und dann sind wir perfekt an den Koordinaten. Aber ich check nicht, warum die Höhe 111 das platziert haben. Das ist doch voll weit oben. Okay, wir sind da. Da vorne ist, da ist auch perfekt ein Portal. Warte mal, es kann sein, dass sogar die Leute hier das Portal gebaut haben, die mir das geschickt haben. Kann gut sein. Dass die über Nether travel und direkt hier. Okay. Und jetzt muss ich zu meinen Koordinaten. Das war, wartet. Bin direkt da eigentlich. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, warte mal. 137. Muss noch ein bisschen hier rüber. 111 steht da. 113 steht da. Ich bin Höhe 65. Ich muss hier Holz jetzt abbauen, damit ich da hochkomme. Oder ist es das da hinten? Nee. Ich muss jetzt kurz ein bisschen Blöcke farmen. Sonst komme ich da gar nicht hoch. So, das sollte passen. Wir haben auf jeden Fall genug Holz jetzt. Jetzt gehen wir zu den Koordinaten und gucken. Aber irgendwie ist hier nichts. Ich check das nicht. Das müsste hier oben sein, aber das da oben ist es ja nicht. Oder ist es das? Doch, warte mal, das hier oben ist es. Das hier sind die Koordinaten. 237, 3, hier. Hier über mir müsste das sein und da ist auch diese Kiste. Niemals ist jetzt in dieser Kiste da oben mein Stuff. Oh mein Gott, und ich glaube, das ist sogar die Höhe. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben unseren Loot. Ich bin genau auf den Koordinaten. 113 ist hier. Das ist mein Loot da drin, das habe ich bestellt. Oh ja, es kam an. Es kam an. Was? Oh mein Gott. Hä? Hier ist einfach die Kiste. 20.000 Blöcke hier oben. Digga, auffälliger geht's nicht. Okay, und jetzt schnell. Wenn mich jetzt jemand findet und mich tötet, Alter, raste ich aus. Ich würde gerne ins Wasser droppen. Hier ist mein Birkenholz. Warte, ich droppe hier ins Wasser. Das schaffe ich nämlich, glaube. Genau. So, und jetzt equippen wir uns. Oh mein Gott, wir haben Stuff, Leute. Okay, Enderperlen. Stack Boots. Okay, das ist mein Equipment. Yes! Alter, Curse of Vanishing. Warum auch immer. Prot 4, Full Dings. Geil.
Yes, cover me in Debris. Ich hab Full Netherite auf 2B2T. So, oh mein Gott, Chat, ja. Oh mein Gott, Leute. So lange gekämpft, um jetzt hier zu sein, wo wir sind. Boom. Wir haben Full Netherite Stuff. Oh mein Gott. Aber das ist nicht Full Enchanted. Da fehlt ja noch Sweeping Edge und so ein Scheiß. Aber geil. So, wartet. Jetzt erstmal OP-Goldapfel. Ja. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen Inventar sortieren. Okay, ich habe viel zu viel Stuff. Hier auch Elytra. Okay, was habe ich überhaupt alles bestellt? Endstone? Habe ich Endstone bestellt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier kurz mal den hier. Firework Rockets. End Crystals. Ich habe End Crystals. Hier ist mein anderes Kit. Das ist Backup. Ich habe auch Ender Chests. Und das ist nämlich jetzt der Vorteil. In die Ender Chests werde ich reinmachen. Das hier. Das ist einfach ein Backup-Equip, falls ich alles verlieren sollte, was ich jetzt gerade habe. Habe ich hier einfach nochmal auf Tasche das zweite. Dann habe ich hier einfach, frag nicht warum, ich habe mir Birkenholz bestellt. Einfach, dass ich ein bisschen Holz habe, Birkenholz. Dann haben wir hier Raketen zum Fliegen natürlich. Dann nehme ich mir auch nochmal ein paar Stacks raus. Die braucht man immer mal wieder. Ey, mich wundert's, Real Talk, Leute, dass das funktioniert hat. Warte mal, Nether Bricks habe ich auf jeden Fall nicht bestellt. Aber ich glaube, ich habe am Ende irgendwie random Sachen dazu bekommen. Extra, ne? Stand da irgendwie, glaube. Ich weiß nicht, egal. Hier volle Schalker mit Totems. Hier volle Schalker mit OP-Goldäpfeln. Auf einem, einfach auf dem Minecraft-Server hier. Ganze ganze Kiste voll. Geil. Kommt auch hier rein. Den Seed hier können wir mal wegschmeißen. Wir müssen hier generell mal ein bisschen ausmüllen. Dann haben wir hier nochmal Totems. Bam. Ich glaube, wir können ja gleich unsere Bestellung nochmal nachgucken. Dann sehen wir, ob die vollständig war. Hier nochmal zwei Chests Enderperlen. End-Crystals hier auch noch. Und hier ist Endstone. Ich glaube, wir haben so zwei Random-Boxen bekommen mit Stuff. Ich glaube, das waren die. Ich glaube, das war einmal die und die Nether Brick. Ich glaube, die beiden waren random. Und das ist das, was wir bestellt haben hier. Ist das einfach nur geil, oder was? Sehr, sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier natürlich auch noch ein paar Elytren. Einmal, damit man hier unendlich auch fliegen kann. Sehr, sehr, sehr wild. Goldene Karotten zum normalen Essen. Hier kommen die Raketen rein. Die Goldhose lasse ich mal hier drin. Geil. Oh mein Gott. Freunde, dann. Alter, wir wurden nicht gescammt. Wir haben unsere Bestellung letztendlich erhalten. Kein Scam. Ich dachte legit, dass ich da jetzt nachgucke und irgendwie mein Stuff ist weg. Aber es war legit. Ich habe jetzt auf 2B2T offiziell Full Netherite. Ich musste dafür natürlich zahlen, ne? Letztendlich, ich glaube, ich habe jetzt so 20 Euro gezahlt für den Stuff. Aber es war ein voller Erfolg. Ich habe Equipment. Ich werde aber nicht zum Spawn gehen, Freunde. Das werden wir nämlich in einem nächsten Teil von diesem Server-Videos hier machen. Ich finde 2B2T ultra spannend. Die ganze Historie von dem Server ist eine 10 von 10. Voll geil. Hier sind auch noch Building-Blöcke. Cool. Ich feiere das übertrieben, die ganze Geschichte von dem Server, was hier alles schon passiert ist und so. Sehr, sehr cool. Deswegen werden wir hier auf jeden Fall nochmal drauf kommen im nächsten Video. Und dann werden wir mit dem Stuff mal am Spawn gehen und vielleicht ein bisschen flexen. Gucken, eventuell greift uns auch jemand an. Vielleicht fighten wir da. Vielleicht, wir können ja jetzt, guck mal, wir sind jetzt auch mobil. Wir können jetzt rumfliegen. Wir können jetzt erkunden. Wir können Sachen machen, die konnten wir davor einfach nicht, weil wir immer gestorben sind und Angst hatten. Jetzt ist das aber anders. Wir können uns jetzt ein bisschen was erlauben. Wir haben eine ganze Schalke voll OP-Gas. Wir haben ein zweites Equip. Wir haben unendlich Ender-Chests, wo ich, by the way, auch nochmal ganz schnell eventuell die Hälfte hier mal so reinmache, damit ich die da auch habe. Alles geil. Voll geil. Ich werde mich jetzt aber nicht hier ausloggen, wo ihr das jetzt hier seht, weil ihr wisst jetzt ungefähr meine Koordinaten. Das heißt, wenn ich wieder mal den Server joinen will, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Leute hier hinkommen werden. Da will ich auch mal kurz ein kleines Experiment machen. Da oben war ja meine Kiste, Freunde. Das habt ihr ja gesehen. Und ich will ein Experiment machen. Ihr seht, hier oben war mein Stuff. Und hier ist diese coole Insel mit diesen Bäumen rundum. Ich will, wenn Leute hier auch auf 2B2T spielen oder dieses Video sehen oder diese Stelle sehen, kommt mal hierher. Ich mache einen Screenshot von den Koordinaten. Wir gucken uns das nächste Mal an. Das ist 20.070 und 2.800 hier. Hinterlasst da mal ein Schild, schreibt mal was hin. Oder wir machen es clean. Wir machen 20.000 und 2.800. Hier, 20.000 und 2.800. Hier machen wir das. So, boom. 20.000, 2.800. Hier, einfach was da lassen. Hier rundum einfach ein bisschen bauen. Wir gucken uns beim nächsten Mal an. Freunde, das soll es gewesen sein. Wenn euch diese Videos hier auf 2B2T gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das hilft sehr und ihr verpasst keine Videos. Kuss, Freunde. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Ganze fandet. Ich fand es ultra spannend mit der ganzen Story, mit dem Stuff. Ja. Und wir, Freunde, hören uns beim nächsten Video wieder. Peace.